Hey, Schauspieler, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, weiß jetzt ein bisschen mehr. Sir Rainbow Mage mit einem Emote, was mich irgendwo verwundert im Chat. Und auch im. Vielen Dank fürs Followen, by the way. Tigerraum war jetzt, glaube ich, doch hier. Wenn ich mich jetzt nicht ganz geirrt habe, weil da oben sind irgendwie nur Gänge. Bist du Tiger? Nope. Was war das hier für ein Raum? Da war das defekte Gewehr. Oh, oh, stimmt, das defekte Gewehr und ich konnte hier Dings nachfüllen. Oh. Schöne Abstellkammer. Nur alte Möbel. Shit, es war doch da, wo Herbert und Hubert rumpimmeln. Die beiden sexgeilen Spostis. Das heißt, ich muss schon wieder an denen vorbei. Die gehen mir langsam auf den Keks. Und ich will kein Benzin für die beiden verschwenden. Weil ich gedacht habe, gut, so oft musst du nicht mehr an denen vorbei. Ja, und jetzt muss ich ständig an diesen beiden Schwachköpfen. Ja, leck mich doch, du Pimmelbirne. Geh mir nicht auf den Keks. Weißt du, da gehst du in den Raum runter und dann klopfen die schon an die Tür. So rollig sind die. So. Was? Brauche ich hier? Was? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des gelben Lichts. Also brauche ich doch einen Chaos Emerald. Ja. Was soll ich denn jetzt mit dem Ding hier? Warte mal. Aufgrund der wiederholten Anpassung ganz abgenutzt. I really don't know. Meine letzte Idee ist, sie da unten in den, wo ich das andere Emblem her habe, reinzudrücken. Wieso pausierst du das nicht? Weißt du, ich hätte die beiden Pimmler hier übergehen können, ne? Ne, du? Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Pimmelbirne. Weißt du? Pass auf, und jetzt klopfen sie direkt wieder an die Tür. Aber nicht mehr, nicht in meiner Schicht. Ich sag dir, wenn die mir hierhin folgen, ne? Das gibt einen Donnerhagel, das sag ich euch. So. Ja, Mensch. Ah, cool, ich hab die Uhr kaputt gemacht. This is all I did. Ich hab die Uhr kaputt gemacht. Ach du Scheiße. Wenn die beiden erstochen haben, liegt der Weg in dem Schicksal frei. Anscheinend können sie ihre Räder im Uhr wegdrehen. Ausprobieren. Ja. Welches Rad möchten sie drehen? The fuck I know. groß oder klein? Groß? Welche Richtung? Ach du Scheiße. Dafür müsste man sich das Bild nochmal angucken. Das Bild? Da ist doch hier dieses Bild, wie sie sich gegenseitig erstechen. Was ist? Ja, Gewitter, ich hab's begriffen. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Stärkstück in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert den Kopf des anderen durchbohrt. Get the idea? Ein bisschen. Ich verstehe nur nicht, wie sich das jetzt auf die Zahnräder auswirkt. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Ah, ach so. Warte mal. Ne, warte mal, jetzt möchte ich noch mal kurz gucken. Nur, wenn ich das jetzt noch mal verinnerlicht habe. Jetzt habe ich aber verstanden, was das zu tun hat. Also. Das kurze steckt in der Brust, das andere im Kopf. Das lange, also der große Zeiger wahrscheinlich auf Lord Helmchen. So, ja, okay. Wir drehen das kleine. Ja. Pff. Ja, that's what I did. Genau so. Das lange im Kopf. Groß. Aha. Und groß. Nochmal. Demnach haben wir 6 Uhr. Demnach haben wir 6 Uhr. 9.
Gewitter ist gut. Ich hab's bereit. Ah, was haben wir denn da? Oh, ein Hausschlüssel. Great. Another one. And another one. Hausschlüssel. Keine besonderen Merkmale. Ah, ein Schildschlüssel. Der Schildscheiß. So, jetzt kommt's drauf an, wo waren wir noch nicht? Wo geht der Schlüssel jetzt überall hin? Was ist noch alles offen? Hier unten ist noch ein Weg. Ich glaube, das war sogar einer. Blim, 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 blim. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Okay. So, dann wollen wir noch mal gucken. Jetzt haben wir wieder... Jetzt sind sich natürlich wieder 10.000 Wege offen. Tür Thothlothen. Helmsymbol. Okay, das ist eine Helmchentür. Jetzt kommt es natürlich wieder drauf an, was sind... gut, der Raum ist sowieso cockblockt. Davon mal abgesehen. Jetzt ist ja viel eher die Frage, wo können wir gerade relativ sicher durchgehen. Da oben ist noch ein Weg und da ist ein Fahrstuhl. Warte mal, gehen wir doch nach oben. Gehen wir doch nach oben. Gehen wir mal damit. Nein, noch sind wir nicht ganz tot. Nur ein paar Minuten. Beziehungsweise ich könnte jetzt, wenn ich hier oben lang gehe... Ja. Yes. Vor allem da oben ist noch mehr Raum. Jesus. How much Raum ist der? Ach, das ist der mit dem Spinner. Ich gehe hier noch drauf, I tell ya. Ja gut, wir haben jetzt den Schlüssel. Und die Uhr klickt weiter so vor sich hin. Als hätte sie nichts zu tun. Oh boy. Ist von der anderen Seite verschlossen. War hier nicht ein Crimson Head irgendwo? Habe ich nicht hier irgendwo eingelassen? Ich könnte schwören, ich habe hier... Scheiße, ich glaube, da ist sogar einer. Ich werde das nicht riskieren. Ja, fuck it. Es sind sogar zwei. Es sind sogar fucking zwei. Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Oh, Tür ist verschlossen. Helmsymbol. Okay, aber hier kann ich runter und mal... Bitte sag mir, der ist da oben und das sind nur die Schatten, die durch... Ja, okay, gut. Oh. Phew! Alter, da oben sind fucking zwei Crimson Heads. Das ist ja ganz dandy. Okay. Okay. Dich werden wir brauchen. Du bist jetzt gerade... Ich kann auch den Treibstoffkanister wieder mitnehmen. Weil ich kann da gleich nochmal Dings nachfüllen. Ja, fuck it. Ich bin gerade... Noch bin ich auf Warnung. Also noch ist nichts Kritisches, aber... Muss man es immer so weit kommen lassen? Ich speichere auch nochmal. Ich bin gerade... Jetzt gerade bin ich gerade der Schisser des Lebens. Wenn ich almost dead bin, dann bin ich paranoid. Das ist keine gute Eigenschaft von mir. Das Problem ist einfach, das öffnet jetzt sehr viele Wege wieder. Beziehungsweise eine große Handvoll Wege. Wo ich an sich, ne. Kann mich nicht einfach hinlegen und ein bisschen ausruhen. Und dann sagen, so, let's call it a day. So. Benzin wird jetzt nachgefüllt. Jetzt ist die Frage, hier ist alles durch. Da oben war beides nichts. Das heißt, der Westflügel ist chill. Außer im Keller. Wir waren schon lange nicht mehr im Keller. Und ich weiß nicht mehr, was das für eine Tür war. Aber das heißt, ich muss wieder durch den witzigen Raum.
Ja, das ist mal wieder fun. That's fun, alright. Gut, wir müssen auf jeden Fall aus dem Westflügel raus. Zumindest überwiegend. Ja, wir müssen hier... Und dann von da aus... Gehen wir dann in den Keller mal. Und im Keller... Gibt es Putzmittel. Riecht unangenehm. Ja. Ich gehe hier nochmal schnell rein und lade einmal Benzin nach. Weil ich glaube, da war noch der Benzinkanister, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das wäre dann doch etwas... Ne. Es ist noch Kerosin. Wir haben keine mehr Kerosin gefüllt. Nice. Okay. So far, so good. Jetzt ist natürlich die Frage, da ist dieser Raum, wo diese anderen beiden rumpimmeln. Und so wie es aussieht, werde ich da noch ein, zwei Mal durch müssen. Das ist natürlich ein Problem. Ich werde da wahrscheinlich noch so ein, zwei Mal durch müssen. Allein wegen dem Tiger. Ich meine, wir haben einen guten Schuss gerade und zweimal Kerosin. Von daher... Yes, we will. I'm so sick of... Ich habe so die Schnauze voll von Hubert und Hector. Von Manfred und Gofgom. Du Arschgeige! Netter Wendekreis. Bin ich jetzt fast tot? Nee, immer noch nicht. So, einer. Ich weiß, dass du hier bist. Okay, der kommt nie wieder. Der kommt nie wieder. Sorry, Hubert. Oh, shit. Oh, that was disgusting. Okay. Oh, cool. Oh, Jolly Boy. Oh, Jolly Boy. Der kommt nicht mehr wieder. Es wird mich zumindest wundern... Schwör dir, wenn der gleich aufsteht und ein Crimson Head ist, ne? I will fucking annihilate your butt. Das sag ich dir jetzt. And I hope you will remember. Der Arschgewitter. Kaa! Oh nein, nicht Raben. Oh nö. Moment, hier geht's nicht in den Keller? Oh shit, das ist der falsche Weg. Chillt. Chillt, ja. Da oben ist... What? Was war das da oben nochmal? Das zweite Geschoss habe ich ganz vergessen. Okay, warte mal. Gehen wir erstmal nach oben. Gehen wir erstmal nach ganz oben. Da war ja noch ein Raum, den habe ich ganz vergessen. Den Rüstungsraum, da hat mir Kies übrigens auch erzählt, was ich machen muss, weil... Oh, scheiße. Oh, scheiße, das wart ihr. Oh, ich habe ganz vergessen. Das war der Raum hier. Hier gibt es noch was zu machen? Ich dachte, hier waren wir durch. Ich meine, wir haben den Schlüssel von hier. Tür ist verschlossen. Helmsymbol. Helmtür. That's fucking great. Das, ja. Das ist wirklich so eine dieser... Das ist eine Sache, die ich mir gerade echt wünschen würde, dass ich die auf der Karte sehen kann. So, ne, welche Tür wofür ist. Weil jetzt sind da zwei Crimson Heads. Und ich muss an denen vorbei. And I will probably die. Oh, lauf, 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 lauf. Jill, lauf! Oh! Huh! Huh! Okay, bye. Lasst euch einfach nicht stören, ja?
Ich gehe in den Keller, sofern die Kamera mich lässt. Okay. Jesus Christ. Oh boy. Oh boy, oh boy. Okay, warte mal. Hier waren wir. Hier waren wir durch. Das heißt, Keller. Wehe, Keller ist auch eine fucking Helmchentür. Sollten wir sterben, wir verlieren so gut wie nichts. Weil ich irgendwie, ne? Moment mal. Oh fuck. Oh scheiße. Dich, Dimwit, habe ich ja ganz vergessen. Ui. You dead? You dead. Ich hab ganz vergessen, dass du existiert hast. Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Na, great. Ja, gut. Mussten wir jetzt doch unser Erste-Hilfe-Spray benutzen. Ich hab zwar gehofft, wir könnten das vermeiden. Gut, dann gibt's hier im Westflügel mit dem Schlüssel wirklich nichts zu tun. Dann ist das alles im Südflügel. Alles samt im Südflügel. Südflügel? Ostflügel. Im Schmatzflügel? Schmatzflügel. Definitiv. Okay. Okay. Jetzt haben wir einen Plan. Now we got a plan. Phew. Phew, 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 phew. Klick, klack. Glück, Glück. So, jetzt ist natürlich die Frage. Da unten hat nicht funktioniert, das wissen wir. Das heißt, ja, ich gehe jetzt da nach oben und gehe diesen anderen Raum machen. Gehe den Raum mit den Ritterrüstungen machen. Den, genau. Den mache ich jetzt. Und dann ist wahrscheinlich die Folge schon so vorbei, weil das ist, because time is a bitch, you know. So, jetzt ist natürlich... War hier nicht wer? Oder habe ich den angezündet? Bitte sag mir, ich habe den angezündet. Naja, auf dem Rückweg kann ich ja in den einen Raum nochmal rein und die Knarrenmunition holen. Ich meine, ich habe jetzt Platz. Aber ich kümmere mich erstmal um den Rüstungsraum. Sofern ich da gerade reinkomme, ohne zu krepieren. Nämlich... Sollten da... Ja, die kommen nämlich von da hinten raus. Ah, ah, ah. Ach, so spielen wir also. So spielen wir also, ihr verdammten Rüstungsscheißer. Okay, gut. Das Spiel können wir spielen. I play your stupid game. Okay, wenn ich dich pushe, kommst du raus. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Nee, das sind nur dumme Bilder von denen. Ihr wollt also unbedingt Arschlöcher sein? Okay. Das Spiel können wir zu zweit spielen. Mhm. Sagst du nix, ne? Fucking assholes. Also, die beiden kommen raus, wenn ich den reinpushe. Du kommst dann raus, genau wie du. Warte mal, was ist aber jetzt, wenn ich... Was ist mit dir? Was ist mit dir? Möchtest du Eis? Okay, dann ist Ruhe hier. Wenn ich dich jetzt reindrücke, kam der da unten. Aber du bist ja schon draußen. Außer du natürlich. Du bist jetzt ein Arschloch deswegen. Okay. Habe ich mal erwähnt, dass ich solche Rätsel hasse? Nur mal so nebenbei. Habe ich das mal erwähnt, dass ich die abgrundtief hasse? Geupgradet. Geupgradet, sagt sie.
Mit dieser Schiebescheiße. What the fuck? Ihr scheiß Rüstungskanz. Oh, nee. Oh, nee. Hier werden wir lange sein. Dann bewegt er sich zurück. Okay. Geh da wieder rein. Und bleib da. Oder kommt beide raus. Benehmt euch beide wie Arschlöcher. Das ist auch eine Option. Ja, dann kommen die beiden. Ich hasse solche Rätsel. Warte mal. Was habe ich denn hier jetzt? Ja, genau. Dann hat sich der nämlich bewegt. Dreckiges Arschloch. So, und jetzt drück diesen Knopf. Drück diesen Knopf, Jill. You did well. Ah, yes. Geht doch. Ein rätselhafter Kasten. Es ist indeed rätselhaft. Ich bin indeed verrätselt. Ist ein Schalter betätigen? Cool, nothing happened. Oh nein, sag mir nicht, ich... Oh nein, was? Das wollt ihr nicht. You don't want that. Anscheinend sind sie gescheit... What? Der Moment, wenn die Box dir sagt, anscheinend bist du gescheitert. Ah, schau mal einer, guck, da ist eine Maske. By the way, es ist mir bislang ein Rätsel, wie ich es geschafft habe, diese Steinmasken aufzunehmen und nicht eine einzige Jojo-Referenz zu bringen. Es ist mir ein Rätsel, dass ich hier diesen Kasten aufgemacht habe und eine Steinmaske vorfinde und noch nicht einmal eine Jojo-Referenz gebracht habe. Die Pillar Man werden sowas von stolz auf mich, definitiv. Und ich sag euch, wehe, irgendwer spielt jetzt von euch den Pillarman-Theme ab. Dann ist ja aber... Oh, warte mal. Nein. Lass mal liegen. Das heben wir uns mal für schlechte Zeiten auf. Und ihr wisst ja, schlechte Zeiten passieren andauernd. Warte mal. Was war das hier? Ach, schau mal, na guck. Ich brauch den Schlüssel nicht mehr? Was? Jetzt schon nicht? Ist für eine Tür? Okay, das ist eine große Tür. Wenn ich das mal so nebenbei erwähnen darf. Die Tür ist, gigantonös. Und, hi. Lang nicht gesehen. Ich wollte nur das hier mitnehmen. Bin schon wieder weg. Lass dich nicht stören. Bei was auch immer du hier in deinem Raum machst. So, bye. See you in another life. See you another time. Ja, weil, er meinte Snake. Und, ich war jetzt hier überall sonst schon und es war keine Schlange und so eine, wenn er, solange Richard keine absolute Omega-Pussy ist, ja, I have a bad feeling about this. Und deswegen werde ich da auch nicht, ungefertigt und unvorbereitet reingehen. Ich weiß, das ist normalerweise mein Stick, aber nicht heute. Not today, my friends. Not today. Das heißt, ich muss jetzt mal einiges an Backtracking machen. Ich muss da ganz hoch und dann von da aus einmal zu dem Safe-Raum. Von da aus werde ich mich einmal, ne? Ich habe zwar keine Ahnung, wie es denn, wenn da wirklich eine Schlange hinter ist. Ich denke jetzt einfach mal, dass Richard keine Omega-Pussy ist, wie gesagt. Und, ne, tatsächlich ein bisschen kämpfen kann. Und dass ihn so eine Popelschlange nicht... Deswegen, ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Ich wurde von einer Biene angegriffen. Ich wurde von Raben bislang angegriffen. Was hat mich noch versucht umzubringen? Gegenfrage, was hat bislang nicht versucht mich umzubringen? Von daher, ich gehe da nicht unvorbereitet rein. Das ist mal... Ach ja, Benzin. Es ist noch ein wenig Kerosin da. Mach mal voll. I have a bad feeling about this.
So. Erstmal das. Und dann... Mein... liebes Spiel, gibst du mir bitte den Granatwerfer? Because I don't trust that shit. Das grüne Kraut. Ja gut. Wir lassen es mal für Notfälle da. Das klingt soweit gut. Beziehungsweise... Ich weiß, ich bin gerade ziemlich verschwenderisch, was meine Farbbänder angeht. Aber noch habe ich 6. Und wie gesagt, ich bin mega skeptisch, was da gleich auf uns zukommt. Beziehungsweise für euch in der nächsten Folge. Bis dahin. See ya, Leute.